Letzthin sah ich auf einem Mittelaltermarkt eine junge Frau, die unter anderem Flugsalbe verkauft hat. Welch interessante Fakten sich hinter diesem Begriff verbergen, wollen wir uns heute ansehen. Willkommen bei der Wortmenagerie. Im Gegensatz zu vielen alten Begriffen werden wir hier nicht auf die falsche Fährte geführt. Nein, es geht wirklich um eine Salbe, die dazu dienen soll, um fliegen zu können. Im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit haben sich die Hexen mit der Flugsalbe eingerieben, um zum Hexensabbat fliegen zu können. Es gibt sogar schon aus der Antike Berichte über entsprechende Salben, sogar im Zusammenhang mit Hexen, nämlich den sogenannten Hexen aus Thessalien. Hier auf unserem Bild sieht man Hexen, die die Salbe vorbereiten. So jedenfalls hat sich das der unbekannte Künstler in den 1570er Jahren vorgestellt. Wenn Sie das nächste Mal auf einem Mittelaltermarkt sind und eine Flugsalbe angeboten bekommen, dann schauen Sie genau auf den Preis. Bei den Kerosinkosten heutzutage könnte es ein lohnenswertes Investment sein.